Nicht alle, denn der jüngste Nachwuchs wird erst systematisch in den Vereinen geschult, um später für den Straßenverkehr fit zu sein. Was aber vornehmlich dieser 7-jährige Knirps zeigte, versetzte die Besucher in Staunen. Herrliches Wetter, minus 8 Grad und 5.500 Zuschauer kamen. Michael Lang zitterte mit seinen Clubkameraden in der Vorbereitungsphase. In einer Woche hat er das jetzt gemacht, das Eis. Also, wir haben das Glück gehabt, dass wir ein kaltes Wetter gehabt haben. Also, letzten Sonntag haben wir um 5 Uhr abends haben wir es entschieden. Und da hat es nicht so gut ausgeschaut. Aber wir haben gesagt, jetzt probiert man es und das hat ihn gehabt. Michael Lang, 35 Jahre, aus Trauchgau, ist Deutschlands Nummer 1. Zweimal Dritter in der Einzel-WM und Dritter 1994 mit der Mannschaft. Nur er startet bislang für Deutschland beim Eisspeedway Grand Prix. Die Saison beginnt in Kürze in Russland. Aber der Allgäuer bekommt starke Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Da ist mit der Nummer 11 Georg Landenhammer aus Steppach bei Wasserburg. Er kommt aus der Schule von Max Niedermeyer und Peter Nieder, die ihn auch betreuen. Der Schorsch kann gut starten und scheut auch den Nahkampf nicht. Erwin Walch aus Österreich stürzt hier und kommt glücklicherweise mit Prellungen davon. Landenhammer gegen den Schweden Serenius Nummer 2. Der wurde 1994 immerhin Vize-Weltmeister. Ein packender Zweikampf. Dazu braucht man Kondition und die hat der 26-Jährige. Deshalb wird er auch Stier von Steppach genannt. Hier verliert er nur um Reifenbreite gegen Serenius. Aber Landenhammer fehlt noch die Beständigkeit. In diesem Lauf treffen die vier stärksten deutschen Fahrer aufeinander. Zur großen Überraschung führt die Nummer 6, Günther Bauer, vor Michael Lang, Andreas Müller und Georg Landenhammer. Der ist letzter. Da haben wir die Nummer 6, Günther Bauer. Er kommt aus Schleching, ist 23 Jahre alt. Seine rennsportbegeisterte Familie betreut ihn. Obwohl ihm, wie den anderen deutschen Fahrern, die Trainingsmöglichkeiten zum Beispiel der russischen oder skandinavischen Spitzenleute fehlt, kann er ein ganz großer werden. Dieses Rennen gewinnt Günther Bauer vor Michael Lang, Müller, zum Erstaunen der 5.500 Landenhammer. Nur letzter. Da freut er sich, der Schlechinger. Und ein gekonnter Willi. Und die Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Günter Bauer gegen Per Olof Serenius, einem 43 Jahre alten Feuerwehrmann aus Schweden. Er ist der zurzeit beste westeuropäische Eisspielbefahrer. Mehrmals schwedischer Meister, ein ausgesprochener Fuchs. Günter Bauer macht das alles nichts. Respektlos kämpft er mit dem Schweden. Zwei, der Schwede holt sich hier in Steingaden bei einer tollen Veranstaltung den Gesamtsieg. Nur einen Punkt zurück, Michael Lang. Wiederum nur ein Punkt Rückstand, Günther Bauer als Dritter. Und hätte Georg Landenhammer nicht einmal gepatzt, wäre auch er aufs Treppchen gekommen. Des Tages mit Führerschein Günther Bauer.